Bei einem Flugzeugunglück im Sauerland ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Im Rahmen einer Bundeswehrübung war am Montagnachmittag ein Zivilflugzeug bei Olsberg-Elpe abgestürzt. Ein Kampfjet des Typs Eurofighter kollidierte bei einem Manöver in der Luft mit dem Kleinflugzeug. Das Unglück hinterließ ein Trümmerfeld an einem Hang unweit der Wohnhäuser. Wie die Polizei bestätigte, hat man Leichenteile unweit der Absturzstelle gefunden. Die Zivilmaschine, ein sogenannter Learjet, war mit dem Piloten sowie seinem Co-Piloten besetzt. Eine Person wird noch vermisst. In der Luft waren wohl insgesamt drei Flugzeuge, zwei Kampfflugzeuge der Bundeswehr und ein sogenannter Learjet, ein Privatflugzeug, was aber im Auftrag der Bundeswehr mit dort oben in der Luft war. Beide Militärmaschinen konnten zu ihrem Stützpunkt nach Nörvenich bei Köln zurückkehren. Der Learjet ist hier in einem bewaldeten Stück Nähe Elpe abgestürzt. Wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte, ist noch unklar und muss noch ermittelt werden. Zusätzlich noch Unterstützung der Landesbereitschaft aus Dortmund momentan bekommen. Die BFU aus Braunschweig ist ebenfalls auf dem Weg und die Bergrettung Winterberg unterstützt uns auch momentan bei dem Einsatz. Diverse Einsatzkräfte waren vor Ort, die Feuerwehr löschte die brennenden Teile der abgestürzten Maschine.